sind wir vollzählig. Begrüße ich euch zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim SV Meppen. Neben mir unser Interimstrainer Günther Gorenzel. Wir würden auch heute direkt mit Fragen von euch starten. Dazu würde ich euch auch heute wieder bitten, kurzes Handzeichen. Und dann haben wir auf jeder Seite ein Mikro, das ihr dann gerne untereinander weitergeben könnt. Wer möchte beginnen? Ruben schaut so aus. Fange ich gleich an. Ja, Herr Gorenzel, eine Frage, die natürlich weiterhin alle interessiert. Wie ist der Stand bei der Trainersuche? Was können Sie uns dazu gegebenenfalls Neues sagen? Ja gut, Sie werden sicherlich verstehen, dass ich jetzt keine Namen kommentieren werde in der Öffentlichkeit, aber Sie können sich sicher sein, dass wir in der Geschäftsführung sowohl wirtschaftlich als auch sportlich Lösungen vorbereitet haben. Und es gilt jetzt ganz einfach in Abstimmung, in Kommunikation mit den Gesellschaften dieses Thema zu lösen, weil wir sind in einer laufenden Budgetplanung, sind in einer außerordentlichen Situation und die kann man nur gemeinschaftlich in der Kommunikation lösen. Aber wie gesagt, es sind Lösungen sportlich vorbereitet und auch wirtschaftlich gibt es Lösungsansätze. Dann Oliver Griss. Ich habe trotzdem eine Masterfrage, Herr Gorenzel. Ich kann mich erinnern, Sie haben damals mit Ihrem Kollegen ein Statement verfasst nach dem Besuch von Hasan Ismail, dass alleine Geschäftsführung die Trainerfrage entscheidet. Jetzt frage ich mich natürlich, Michael Köllner ist seit 9 Tagen weg und es ist immer noch nichts passiert. Und sind Sie nicht mehr legitimiert, diese Entscheidung zu treffen? Ja, diese Frage muss ich stellen. Sie sind die Geschäftsführung. Und es ist nichts passiert. Ja. Also ich habe von Anfang an kommuniziert, oder wir haben von Anfang an kommuniziert, dass die sportliche Entscheidung auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten getroffen wird. Und es ist selbsterklärend, dass eine sportliche Entscheidung, die akribisch vorbereitet ist in mehreren Szenarien, nur auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten entschieden werden kann. Aber wie gesagt, auch zur wirtschaftlichen Basis oder zu den wirtschaftlichen Lösungen hat die Geschäftsführung, mein Kollege, Lösungen vorbereitet. Und da ist man in Kommunikation mit den Gesellschaftern, weil das ganze Ding nur gemeinschaftlich gelöst werden kann. Gleich anschließend, aber Sie wissen ja natürlich auch, dass die Zeit drängt. Sie sind eine Übergangslösung, das haben Sie selber gesagt. Ihr Schwerpunkt ist die Geschäftsführung und es ist ja nicht der Idealfall. Der Verein hat große Ziele, ja, hat 6 Millionen Euro investiert in dieses Unternehmen Aufstieg und ist nicht die Ideallösung. Und Sie haben ja den Michael Köllner damals auch beurlaubt und normal ist es ja so, ich glaube, Sie sind auch so vorbereitet gewesen, dass es trotzdem dann schon Lösungen gab, aber wieso kommt es dann nicht zum Vollzug? Wir sind jetzt 9 Tage eben. Ich wiederhole mich gerne, ich kann sportliche Entscheidungen treffen auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und die gilt es im Detail zu definieren. Aber diese wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sind ja bewusst, Sie sind Geschäftsführer, Sie haben Einblick in die Zahlen normalerweise, oder? Glaube ich, Einblick in die Zahlen und bin da im Austausch mit meinem Kollegen. Aber wie gesagt, es wird gemeinschaftlich mit den Gesellschaftern versucht, dieses Thema zu lösen. Und da ist meine enge Abstimmung und nur in Abstimmung kann dieses Thema ganz einfach gelöst werden. Aber auch mein Kollege, ich habe es sportlich vorbereitet und mein Kollege hat es wirtschaftlich vorbereitet und ist da im Austausch mit den Gesellschaftern. Und ich kann erst auf Enter drücken und kann den berühmten Anruf starten, wenn ich ganz einfach ja wirtschaftlich die Freigabe habe damit. Ist es jedem im Verein bewusst, dass das Fußball ein Tagesgeschäft ist, beziehungsweise dass man da nicht Wochen warten kann, dass man da eine Lösung findet? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Bei mir können Sie sich sicher sein, ich bin mir bewusst. Dann Jakob, bitte. Sie sagen, Sie haben es sportlich vorbereitet. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, was versteht man unter sportlichen Vorbereitung? Dass es ein klares Trainerprofil gibt, klare Anforderungen, wie ich mir einen Trainer vorstelle, der in der jetzigen Situation zu 1860 passt, der zur Mannschaft passt, der zu unserer Spielidee passt, der zum Kader passt und ganz einfach in die Situation passt. Und das ist in mehreren Szenarien vorbereitet. Und da hat es auch in den letzten Tagen intensive, umfangreiche Gespräche gegeben, wo ich mich mit mehreren ganz einfach Kollegen ausgetauscht habe, die ich als geeignet erachte und wo es ganz einfach aus meiner Sicht das eine gute Lösung wäre. Oliver Griss. Welches Trainerprofil passt denn so sehr? Ich habe die Frage schon letzte Woche gestellt. Welches Profil muss es sein? Muss es ein anderes sein als Michael Köllner? Was suchen Sie oder was haben Sie gesucht? Wie gesagt, ich will jetzt gerne die Thematik auf die Spieltags-BK lenken. Wir haben am Samstag ein schwieriges Spiel. Sie können sich sicherlich sein, dass ich das im Nachgang, können wir das gerne einmal besprechen, dieses Thema. Aber es ist exakt definiert und auch so an die Gesellschafter kommuniziert. Das heißt, was wir in der Geschäftsführung, was ich mir vorstelle, was ich als geeignet erachte. Und darauf aufbauend habe ich mehrere ganz einfach Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt. Und aus meiner Sicht auch mit mehreren guten Lösungen. Aber wie gesagt, auf Enter kann ich erst drücken, wenn ich dann endgültig die wirtschaftliche Basis definiert habe. Gibt es denn für Sie eine A-Lösung, wo Sie sagen, ja, das ist der richtige Trainer für 60, so wie es damals bei Michael Köllner war?
Also wenn ich sage, ich habe mehrere Szenarien vorbereitet und mit mehreren Kandidaten gesprochen, ja, dann gibt es sicherlich, sage ich jetzt einmal, eine Longlist und eine Shortlist und dementsprechend habe ich das genauso aufbereitet, wie es aus meiner Sicht eine professionelle Haltung ist und eine professionelle Herangehensweise. Und wer hebt jetzt den Daumen bei 60, dass dieser Trainer dann auch kommen darf? Wie funktioniert das? Können Sie uns da ein bisschen einweihen? Ja, ich habe es ja jetzt schon umschrieben, ich kann mir aber gerne wiederholen. Auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten entscheidet dann die Geschäftsführung natürlich, wer ganz einfach den Zuschlag bekommt oder was dann unsere Lösung ist, ganz einfach auf der Trainerposition. Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, die Geschäftsführung entscheidet. Auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten, ja. Und die wirtschaftlichen Möglichkeiten gilt es exakt zu definieren. Gut, dann kommen wir zum SV Meppen. Wer hätte eine Frage zum SV Meppen? Jakob Eisner. Klassisch, was erwarten Sie für einen Gegner und worauf kommt es an? Ja, worauf kommt es an? Also wir haben ja im letzten Spiel gesagt, meine Herangehensweise war, in Nyon mehr Balance in unser Spiel zu bringen. Aus meiner Sicht hat das in Oldenburg über die reguläre Spielzeit über 90 Minuten auch gut funktioniert. Wir sind gut gestanden, haben kaum was zugelassen und ich erwarte mir ein sehr, sehr ähnliches Spiel. Die Spielanlage, das heißt die Grundordnung ist etwas anders natürlich, was Meppen spielt, aber von der Spielcharakteristik her erwarte ich mir ein sehr, sehr ähnliches Spiel. Das heißt, von dem her geht es darum, wieder ja, gut zu stehen, kompakt zu stehen, die richtige Balance zwischen Fußball arbeiten, Fußball spielen, die richtige Balance zwischen offensiven und defensiven Abläufen zu haben. Das ist uns über weite Strecken in Oldenburg gut gelungen. Wir haben sehr, sehr wenig zugelassen aus dem Spiel raus. Wenn dann aus Eigenfehler oder aus den eigenen Umschaltsituationen offensiv, aus den Standardsituationen, wo die Restverteidigung besser werden muss, das haben wir ganz klar angesprochen. Wir haben auch die Zügel in mehreren Bereichen angezogen, was jetzt ganz einfach die Klarheit in vielen Dingen anbelangt, weil ich glaube, in unserer momentanen Situation ist es ganz, ganz wichtig, dass die Abläufe sehr, sehr klar sind, einfach sind, sehr klar sind. Und wie gesagt, ich erwarte mir in der Spielanlage, auch wenn die Grundordnung anders ist, eine ähnliche Charakteristik. Und dann gilt es Schritt für Schritt ganz einfach, sich spielerisch ganz einfach ein Übergewicht zu schaffen im Spiel am Samstag. Das war auch in Oldenburg so der Fall, wo wir gesagt haben, erste Halbzeit einmal gut stehen, gut die Räume kontrollieren, haben wir gute Umschaltchancen gehabt, wo wir noch ganz einfach die besser ausspielen und zu Ende spielen müssen. Aber das hat defensiv gut funktioniert. Und zweite Halbzeit dann, ja, haben wir auch oben gesagt, pass auf, wir wollen ein bisschen mehr noch spielerisch uns zutrauen. Und das hat dann auch gut funktioniert. Wir haben uns dann ja auch Übergewicht auch in der gegnerischen Hälfte erarbeitet, was den Ballbesitz dann anbelangt hat. Und ich erwarte mir dementsprechend ein sehr, sehr ähnliches Spiel und wir werden die Marschroute ähnlich angehen. Es gilt wieder, die richtige Balance zu finden in den Abläufen. Sie sagen, über weite Strecken in Oldenburg war es gut. Am Ende gab es dann doch eben wieder den Nackenklatscher. Wie haben Sie die Stimmung in der Mannschaft jetzt unter der Woche erlebt? Ja gut, wenn du ganz einfach 90 Minuten das Spiel wirklich kontrollierst und der Gegner gefühlt ganz einfach, es war eine Chance aus dem Spiel heraus, aus der Spieleröffnung, wo wir einen Ballverlust gehabt haben und zwei Umschaltchancen aus den eigenen offensiven Standards heraus. Und wenn du dann gefühlt, wie gesagt, über 90 Minuten, über Großteile des Spiels ganz defensiv und offensiv das Spiel gut kontrollierst und dann auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt machst und die Tore auch wirklich so gefallen sind, wo wir ganz bewusst dann auch über die Wechselimpulse gebracht haben. Das heißt, von dem her ist sehr, sehr viel aufgegangen von dem, was wir uns gedacht haben in dem Spiel, was wir geplant haben in dem Spiel. Und die Jungs haben das super umgesetzt. Die haben ihre Positionsaufgaben sehr, sehr gut angenommen, haben sehr diszipliniert gespielt, weil es ist ja ganz einfach wichtig, dass die Jungs wirklich die Positionsaufgaben auch hundertprozentig verkörpern und annehmen. Und dann bekommst du in einer Nachspielzeit, die es nicht oft in der Geschichte des Fußballs gibt, ich habe aber auch hier Beispiele gebracht, ich erinnere an ein Spiel 99, ja, Champions League Finale, das sehr, sehr ähnlich war. Da sind viele Spieler von uns, können sich nicht mehr an das 99 erinnern, aber ich habe eben auch dieses Beispiel gebracht und auch dann das als Beispiel herangezogen, wie man daraus ganz einfach auch Kraft entwickeln kann und Stärke und Motivation entwickeln kann und wie man sich gegen diese Situation stemmt. Und Fakt ist, dass sicherlich in der Nachspielzeit das nicht nach Plan war, aber in den 90 Minuten war vieles, was nach Plan aufgegangen ist. Oliver? Sie haben ja sicherlich im Nachgang das Spiel nochmal analysiert, richtig? Also wahrscheinlich auch das ganze Spiel komplett nochmal angesehen. Und es war ja aus meiner Sicht prinzipiell richtig, hier mal erstmal auf die Doppel-6 zu setzen, einfach um die Stabilität zu bekommen. Aber so im Laufe des Spiels hat man trotzdem gemerkt, dass der Gegner nicht so war wie in der Vorrunde. Haben Sie sich im Nachgang ein bisschen geärgert, dass Sie vielleicht nicht schon frühzeitig das ein bisschen offensiver ausgerichtet haben unter dem Spiel? Na, für mich war klar, also es waren die zwei defensiven Mittelfeldspieler waren gelb verwarnt, das war mir vollkommen klar. Und der Plan, den wir dann in der Halbzeit ausgegeben haben, war, wir warten noch die 15 Minuten ab, stehen noch gleich. Ja, und ich habe beim Rausgehen habe ich die Information bekommen, dass Tim bei der nächsten Aktion gelb-rot vom Platz muss.
Ja, jetzt kann man sich, warum die Kommunikation so läuft. Ich erwarte mir diese Kommunikation ganz einfach nicht beim Rausgehen, sondern ich erwarte mir diese Kommunikation beim Reingehen. Aber okay, es ist so passiert. Und aufgrund dessen musste ich dann schnell reagieren. Und aufgrund dessen haben wir dann unter Anführungszeichen, ja, schon in der, glaube 51. Minute dann den ersten Wechsel vollzogen. Aber wie gesagt, der Plan war, die Marschroute war noch einmal gut, die Räume zu kontrollieren, was gut funktioniert, und ab der 60. Minute dann mehr Impulse nach vorne zu setzen. Und das haben wir dann ab der 51. Minute getan, mit Erik. Erik macht dann auch das Tor. Ich muss sagen, dass ja viele Spieler, die ja auch die letzten Wochen mit viel Kritik leben mussten und die auch in der Öffentlichkeit Thema waren, ob das ein Jesper Verlat war, ob das ein Quirin Moll war, ob das ein Erik Dalik war, die hatten alle keine einfache Zeit und haben da oben aber ja sehr, sehr gut performt und ihre Positionsaufgabe sehr, sehr gut angenommen. Ich muss jetzt nochmal einhaken, weil Sie sagen, Sie haben erst nach dem Wechsel erfahren, dass er mehr oder weniger gelb-rot beim Rausgehen aus der Halbzeit. Ja, und der Schiedsrichter hat aber während des Spiels, also zumindest habe ich die Bilder so im Kopf, hat dem Tim Rieder gesagt, bei der nächsten Aktion hat er auf seine Tasche gedeutet, das war während des Spiels, also das haben sie nicht vernommen. Aber in der Zeit. Also wie gesagt, ich sehe viel im Spiel, aber ich sehe nicht alles, was 50 Meter weg ist, wer wohin deutet. Ich habe die konkrete Information bekommen, bei der nächsten Aktion ist der Tim Rieder ganz einfach gelb-rot und aufgrund dessen war das etwas unglücklich, auch mit den Wechselfenstern. Das heißt, wenn ich die Information früher habe, reagiere ich natürlich sofort. Man muss auch dazu sagen, dass wir auf der Bank hier aufgrund der Erkrankung von Vino Wein, ja, von Daniel Wein und aufgrund der Sperre von Deichmann nur mehr offensive Optionen hatten, mit Dalik. Und aufgrund dessen wollte ich, wie gesagt, diese Stabilität, die wir erste Halbzeit verkörpert haben, nicht sofort ab der 46. Minute über Bord werfen und war dann der Plan, Schritt für Schritt uns da in die Partie dann offensiver hineinzuarbeiten. Welchen Eindruck hat jetzt Marco Hiller auf Sie gemacht jetzt nach diesem Fehler in Oldenburg zum 1:2, diesen Ball aus 40 Metern, der eigentlich kein Schuss war, eigentlich eine Verzweiflungstat von Manni Starke. Mussten Sie ihn aufbauen die letzten Tage? Ja gut, wenn Sie das als Fehler abstempeln, nehme ich das so zur Kenntnis. Wir analysieren natürlich jedes Gegentor, was passiert die 3-4 Pässe schon vorher, von welcher Position wird abgeschlossen, von wo geht der Ball aus in der finalen Aktion. Und ich sage, dort wo der Schuss erfolgte, wo der finale Ball weggeht, in dieser Position steht Marco Hiller zu 100%ig richtig. Und ich habe mich auch ausgetauscht mit einem Kollegen, mit dem ich auf der Torwartposition zusammengearbeitet habe, der 4 Torhüter in die erste Liga gebracht hat. Ja? Das heißt, ich hole mir da schon Feedback auch von anderen Seiten. Natürlich haben wir es mit unserem Torwarttrainer Harry Huber analysiert. Ich habe auch mit Marco drüber gesprochen. Und in der Position, wo der Starke den Ball in dem Moment schießt, ja, steht er zu 100% richtig. Und die Flugkurve dann ist selbsterklärend. Die Flugkurve, die der Ball genommen hat, ja, ob man dann auf diese Flugkurve noch reagieren kann, nicht reagieren kann, was für eine Flugkurve dann zustande gekommen ist mit dem Rückenwind, das will ich jetzt nicht ganz einfach kommentieren. Aber Fakt ist, in der Situation, wo Starke den Ball berührt, steht Marco richtig. Und wir haben das analysiert, wir haben es inhaltlich analysiert und haben mit Marco natürlich auch gesprochen, was seine momentane Situation anbelangt. Dann wechseln wir mal rüber zu Jakob und danach Ruben. Nochmal das Thema Wechselfenster. Was hat in der Schlussphase dafür gesprochen, in der 78. und dann wieder in der 83. Minute innerhalb von 5 Minuten zweimal zu wechseln und das nicht zu bündeln? Ja, weil wir ganz einfach ja noch einen Gegenpressing-Spieler bringen wollten. Ja, einen Gegenpressing-Spieler bringen wollten jetzt mit Fabi Greilinger. Das heißt, ich muss ja mitnehmen in meinen Gedankengang. Das heißt, in der Endphase, so 75., 80. Minute, hast du aus meiner Sicht zwei wesentliche Dinge, wie ich das Spiel dann noch in meine Richtung lenken kann, überhaupt wenn ich in Führung bin. Das eine ist, ich muss für mich entscheiden, bekomme ich noch die erste Pressinglinie verstärkt, ja, oder bekomme ich das über mehr Ballbesitz, ganz einfach mehr Spielkontrolle. Und in der Situation habe ich das Gefühl gehabt, dass wir ganz einfach das Pressing verstärken müssen vorne und dann bringst du unterschiedliche Spielertypen. Ich habe auf der 7-11 mehrere ganz einfach Möglichkeiten, Spielertypen zu bringen, ob du dort mit einem Fabi Greilinger reagierst, ob du dort mit einem Joe Boyamba ganz einfach reagierst, du hast da sämtliche Spielerprofile und im Wesentlichen hast du zwei Möglichkeiten, ja, wie ich es umrissen habe, wie du versuchen musst, in der Situation dann noch mehr Spielkontrolle zu bekommen. Die ganz einfache Idee war das mit dem Gegenpressing-Spieler. Fabi spielt auch super den Ball dann in die Tiefe, ja, zum 2:0 auf Lexi. Und dann ganz einfach ja, mit Lackenmacher zum Schluss noch einen Spieler zu bringen. Aber Fakt ist, dass du dir eigentlich und konkret auf eure Frage zurückzukommen, dir bis zum Schluss das letzte Wechselfenster noch relativ spät aufhältst, aufgrund von Verletzungen oder wenn der Spieler nicht mehr kann. Wie gesagt, es war sehr unglücklich, weil wir in der 51. reagieren haben müssen aufgrund der Information, die ich gerne beim Rausgehen gehabt hätte und nicht, also beim Reingehen und nicht beim Rausgehen. Dann schaut es strategisch anders aus. Ansonsten
haben wir jetzt eben zum Schluss, das Wechselfenster hat uns gefehlt. Und deswegen ganz einfach ja, zuerst den Gegenpressing-Spieler und dann noch einen Wechsel zurückhalten. Wie schaut es aus mit der Kraft, weil wir viel anlaufen mussten vorne. Wir wollten permanent das Spiel aktiv von unserer Box weghalten, sind hoch angelaufen auf allen Positionen. Und dann ja, ziehst du ganz einfach die letzten 5, 7, 8 Minuten die letzte Option, vorne noch einmal die letzte Linie mit einem Spieler zu verstärken, um hier noch einmal ganz einfach mehr frische Spieler zu bringen für die Laufintensität. Das war die Herangehensweise und so, wie ich prinzipiell ein Spiel wahrnehme. Es gibt eine dritte Option, ein Spiel zu stabilisieren, und das ist, indem du hinten noch einmal vielleicht einen Kopfballspieler bringst. Aber es ist die letzte Option, dass du hinten dann umstellst auf eine Dreierkette, Fünferkette, einen zusätzlichen Kopfballspieler noch bringst. Das sind so meine Gedanken, aber viel tiefer will ich sie nicht mitnehmen, weil sonst, kann ja ein Buch schreiben und das gleich nach Meppen schicken. Ruppen, bitte. 60 war jetzt in den letzten 5 Spielen jeweils in Führung. Gewonnen wurde davon nur eines. Führen Sie das ausschließlich auf das einfach fragile Nervenkostüm zurück? Oder Sie haben es in Oldenburg so bezeichnet, dass das Zutrauen fehlte, mehr noch in den eigenen Ballbesitz zu gehen. Sind das die Erklärungen? Ist richtig. Du musst in der jetzigen Situation natürlich mehr Balance in die Abläufe bekommen. Ja, wir haben vor dem Spiel die letzten 3 Auswärtsspiele nicht einen Punkt mitgenommen. Jetzt agierst du natürlich von der Herangehensweise, wie du die Mannschaft vorbereitest, die ganze Woche, von der Ansprache her, vom direkten Planen, wie du ins Spiel gehst und auch wie du das Spiel während der 90 Minuten interpretierst oder versuchst von außen zu beeinflussen in deinen Möglichkeiten, interpretierst du das Spiel natürlich anders, als wenn du in den 3 Spielen zuvor erfolgreich warst in den Auswärtsspielen. Ja, aber es gilt sicherlich darum, Schritt für Schritt das Spiel dann wieder mehr Richtung eigenen spielerischen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln und mehr Zutrauen in das zu bekommen. Aber du musst natürlich der Kopf mitspielen und musst das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis mitspielen. Und das ist ja meine Gratwanderung, wo du Schritt für Schritt versuchst, das Spiel jetzt zu mehr Stabilität zu verändern und dann aus dieser Stabilität, aus dieser Ordnung heraus, aus dieser Balance heraus wieder mehr Zutrauen zu bekommen und dann mehr ganz einfach auf eigenen Ballbesitz zum Schluss oder natürlich auch dann während der 90 Minuten zu setzen und wieder auch etwas mehr Risiko zu gehen. Aber Risiko heißt Risiko, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass auch da Fehler passieren. Und mit jedem Fehler, den du jetzt machst, beginnt natürlich auch dann eher von der Psyche her wieder das Szenario schwieriger zu werden. Das heißt, du nimmst jetzt etwas weniger Risiko und weniger Risiko heißt eher solide zu spielen. Und es ist halt, ja, Fußball ist für mich keine Grundschulmathematik. Das ist ein sehr komplexes Strategiespiel, wo du eben Schritt für Schritt versuchen musst, diese Nuancen zu verändern. Und das sind Nuancen in der Arbeit mit den Jungs und in der Ansprache mit den Jungs. Thomas Spiessel. Ja, ich würde auch gerne nochmal aufs Thema Psyche ein bisschen eingehen. Sie sprechen schon an, das erste Gegentor, ich sehe persönlich auch keinen großen Fehler bei Marco Hiller. Es ist aber viel Kritik eingeprasselt auf Marco Hiller oder auch auf Raphael Holzhauser. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bauen Sie die Spieler wieder auf? Holt man sich da Hilfe von einem professionellen Psychologen oder wie arbeiten Sie da unter der Woche mit den Spielern? Ja, es ist so, dass ich natürlich auch im Laufe der letzten 20 Jahre immer wieder auch, jetzt wenn Sie konkret im mentalen, psychologischen Bereich ansprechen, hier Leute habe, mit denen ich mich austausche, ja, die hier in der Trainingsarbeit, nicht im Fußball, in anderen Sportarten in diesem Bereich tätig sind und wo du gewisse Dinge reflektierst oder auch in der Fußballlehrerausbildung hast du hier Spezialisten an deiner Seite, wo du dann vielleicht einmal das eine oder andere Telefonat führst, aber auch sehr stark in diese Richtung natürlich in deiner Ausbildung, sei es jetzt in meinem 6-jährigen Studium oder jetzt auch beim Fußballlehrer hier Impulse bekommst. Fakt ist, du machst viele ganz einfach Einzelgespräche, du sprichst mit den Spielern, erinnerst sie an die Stärken, an ihre Möglichkeiten, analysierst aber die Situationen natürlich auch akribisch und eines ist für mich vollkommen klar, für mich, und das nenne ich gerne die Beispiele noch einmal, auf Quirin Moll ist viel eingeprasselt in den letzten Wochen, auf Erik Dalik, auf Jesper Verlat, auch von der Öffentlichkeit, von der Kritik her und aus meiner Sicht gilt es darum, gemeinschaftlich in diese Richtung zu marschieren. Ein Team, ein Weg heißt für mich nicht nur ein Schlagwort, sondern heißt auch ich jetzt an der Front oder ich in der Öffentlichkeit gehe für meine Spieler durchs Feuer. Und das werde ich immer machen, solange ich den Eindruck habe, dass jeder Einzelne alles gibt auf seiner Positionsaufgabe. Und die Spieler bekommen von mir ganz klare Positionsaufgaben und aufgrund dieser bewerte ich sie auch. Und solange die Spieler, wie gesagt, hundertprozentig versuchen, im Rahmen ihres Profils diese Positionsaufgabe zu erfüllen, da gehe ich dann für die Spieler durchs Feuer. Oliver? Herr Gorenzel, Ihre Mannschaft hatte 37% Ballbesitz in Oldenburg. Was macht Sie jetzt so sicher, dass in Meppen eben endlich der ersehnte Auswärtssieg eingefahren wird?
Ich bin mir zu 100%ig ganz einfach sicher oder positiv gestimmt, dass das gelingen kann, weil wenn man das Spiel objektiv ansieht, dann haben wir über 90 Minuten dieses Spiel kontrolliert. Wir haben es defensiv kontrolliert jetzt in Oldenburg und wir haben es offensiv kontrolliert. Und wie gesagt, es waren genau drei Möglichkeiten, die Oldenburg gehabt hat. Das war über einen Ballverlust und zwei über die Umschaltchancen nach unseren offiziellen offensiven Standards. Und von dem her haben wir wenig bis nichts zugelassen. Bis zur Nachspielzeit, betone ich. Und da in der Nachspielzeit geht es ganz einfach darum, ja, auch wenn du das 1-2 bekommst, aber das in der jetzigen Situation ist klar, dann beginnt natürlich wieder der psychologische Aspekt. Und dann werden die Beine schwer und dann wird das Blickfeld auch psychologisch peripher, geht das Blickfeld weiter zu, ist psychologisch erwiesen und dann siehst du die einfachen Lösungen nicht mehr. Es geht darum, den Ball dann einfach zu kontrollieren. Wir haben halt dann zum Schluss den Ball nur mehr weggeschlagen, ja, und auch nicht mehr versucht, den Ball in den eigenen reinzuhalten. Das heißt, hier in dieser Situation können wir vieles besser machen. Das wurde auch angesprochen. Aber während der 90 Minuten glaube ich, dass vieles, oder ich bin davon überzeugt, vieles von dem aufgegangen ist, genauso wie wir uns das vorgenommen haben. Und wenn Sie jetzt konkret den Ballbesitz ansprechen, ja, dann gilt es sicherlich Schritt für Schritt, das wieder Richtung Ballbesitz Fußball ganz einfach zu entwickeln. Ja. Aber das ist genau der Prozess, den ich vorher umschrieben habe, wo wir in Nuancen jetzt etwas konservativer unterwegs sind, etwas mehr Balance, mehr Stabilität defensiv in die Mannschaft gebracht haben. Und jetzt geht es darum, aus dieser Sicherheit heraus, das Spiel dann wieder im Ballbesitz nach vorne ein Stück weit zu verändern und dann auch unter Anführungszeichen mehr Ballbesitz in den eigenen Reihen zu haben. Aber wenn ich mir ansehe, wie viele Umschaltchancen wir in den ersten 30 Minuten hatten, aus den Ballgewinnen, genau dort, wo wir die Ballgewinne auch haben wollten, ja, nur dann eben die Dinge zu hektisch zu Ende spielen oder zu kompliziert. Wir wollen in vielen Situationen schon 40 Meter vorm Tor den finalen Ball spielen, anstatt hier noch den zweiten, dritten Spieler mitzunehmen und etwas einfacher das Ding zu Ende zu spielen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass ja, hier die Jungs am richtigen Weg sind, dass wir am richtigen Weg sind und dass das in Meppen auch funktionieren kann. Dann Thomas, Jakob und danach Ruben. Ja, Herr Gorenzel, um nochmal auf Meppen zurückzukommen, Marvin Puri ist sicherlich der Schlüsselspieler bei Meppen, mehr als an 50% der Tore beteiligt, trifft neuerdings sogar ins eigene Tor. Legt man da ein besonderes Augenmerk auf ihn, richtet man die Mannschaft drauf aus oder sagen Sie, wir spielen unser System, wir richten uns so wenig wie möglich nach dem Gegner? Sowohl als auch. Also prinzipiell bin ich schon ein Fan davon, die Mannschaft nach den eigenen Möglichkeiten, nach den eigenen Stärken auszurichten, nach der eigenen Situation auszurichten. Das muss immer die Basis sein. Das heißt, ich halte überhaupt nichts davon, ein Spiel in der Basis auf den Gegner auszurichten, sondern die Basis sind die eigenen Fähigkeiten, die eigene Situation, die eigenen Stärken. Aber natürlich musst du auch in der Vorbereitung einer Mannschaft, konkret auf einen Spieltag, auf den Gegner eingehen, auf die Spielanlage des Gegners eingehen. Und wir haben genau diese Situationen angesprochen. Marvin hat natürlich, ist dort ein Schlüsselspieler. Marvin hat überragende, ganz einfach sehr, sehr gute fußballerische Qualitäten. Das heißt, von dem her gilt es schon, Marvin zu kontrollieren, aber auch, wie Marvin ins Spiel gebracht wird, das zu kontrollieren. Es ist immer schwierig, ein Spiel nur auf einen Gegenspieler auszurichten. Das heißt, du musst das schon das ganze Kollektiv daraus ausrichten, was passiert rundherum und was passiert dann in der Spielfortsetzung von Marvin Pereweg. Und das haben wir heute angesprochen, weil wir heute konkret eben uns mit dem Spiel, mit dem Spieltag beschäftigt haben und auch mit unserer Herangehensweise, wie wir das Spiel anlegen werden. Dann auch im Training, ich bin ein Verfechter von vielen 10 gegen 10 Situationen, sehr spielnahen Situationen. Das war heute Schwerpunkt, oder 11 gegen 11, 10 gegen 10 von den Feldspielern her. Und das war heute Schwerpunkt, wie wir diese Dinge offensiv für uns anlegen und wie wir defensiv das Spiel dann darauf ausgerichtet kontrollieren wollen. Dann Jakob, bitte. Weil der Name hier gerade schon fiel. Haben Sie eine kurze Zwischenbilanz nach den ersten 3-4 Wochen von Rafa Holzhäuser bei 60 München? Ja gut, ich bin schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich immer wieder Dinge lese, wie einzelne Spieler von uns dargestellt werden. Ja, ich kann da gerne Dinge zitieren. Vor 2-3 Wochen hat es geheißen, Rafa Holzhäuser ist unser Wintercoup, ist unser ganz einfach größter Coup, den wir jeweils gemacht haben. Wir haben hier einen variablen, einsetzbaren Mittelfeldspieler ganz einfach verpflichtet. Da bin ich immer wieder schon überrascht, wie die Dinge dann innerhalb von zwei Wochen dann anders dargestellt werden. Oder ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was noch andere Leute über Holzhäuser gesagt haben, wie wir den verpflichtet haben, was das alles ganz einfach für 60 bedeutet, was uns da an Rafa gelungen ist. Und von dem her noch einmal, ich bin ein Verfechter daran, Spieler konkret an der Positionsaufgabe zu messen. Und wenn wir jetzt konkret über Rafa Holzhäuser sprechen, dann hat Rafa Holzhäuser die Möglichkeit, mehrere Positionen zu spielen. Es ist die Frage, wie setzt du ihn ein und wie richtest du das Kollektiv um ihn herum aus? Ja? Und wir haben uns jetzt entschieden, mit einer Doppel-Sechs zu spielen und zwar mit zwei Spielern, die wirklich von der Sechs kommen, dort zu spielen. Rafa hat aber in der Vergangenheit
Ja, und es wurde auch medial so wiedergegeben. In den letzten Jahren verschiedene Positionen im Mittelfeld gespielt und kann verschiedene Positionen begleiten. Die Frage ist, wie gestaltest du die gesamte Balance um ihn herum und was für eine Ausrichtung hast du? Und die Frage ist auch, was für eine konkrete Aufgabe gibst du ihm? Und er hat ganz einfach in Oldenburg seine Positionsaufgabe zu 100% erfüllt, hat viel für die Mannschaft gearbeitet. Und momentan ist es so, dass wir mehr Fußball arbeiten und weniger Fußball spielen und über das Fußball arbeiten zum Fußballspiel kommen wollen. Ja? Und Rafa ist sicherlich jemand, der seine Stärken in eigenem Ballbesitz hat, der im Fußballspielen seine Stärken hat. Ja? Und wenn wir die Balance wieder Richtung mehr Fußballspiel auch ganz einfach verschieben oder Schritt für Schritt uns das erarbeiten, ja, dann wird auch Rafa ganz einfach noch stärker seine Stärken zum Tragen bringen. Aber wie gesagt, momentan heißt es vom Fußball arbeiten, vom kompakten Stehen zum Fußballspiel, zum Offensivspiel. Ja? Und da gehen, sage ich jetzt einmal, Rafa, seine Fähigkeiten nutzen wir hier sicherlich noch nicht zu 100% aus. Aber generell lasse ich über Spieler nichts kommen und schon gar nicht ganz einfach von der Berichterstattung her. Ich kann das gerne nochmal aufdröseln, was über Rafa Holzhauser vor drei Wochen gesagt wurde, was jetzt über ihn geschrieben wird, was über den Transfer geschrieben wird. Und so wie es bei Quirin Moll ist, ja, der komplett außen vor war, wie es bei Erik Dalik war, wie es jetzt bei Marco Hiller ist, solange ich das Gefühl habe, die Spieler versuchen 1:1 ihre Positionsaufgaben mit voller Disziplin umzusetzen, gibt es von mir keine negativen Dinge über einzelne Spieler zu sagen. Dann Ruben. Bevor es wahrscheinlich zu dem Thema nochmal zurückgeht, eine Frage zu Personalien, auch wenn Sie vermutlich nicht allzu viel über die Aufstellung verraten werden. Welche Optionen gibt es, Philipp Steinhardt zu ersetzen? Auf links und ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Yannick Deichmann wieder reinrutscht? Also wir haben mehrere Möglichkeiten, Philipp zu ersetzen. Philipp ist gelb gesperrt, ja. Und wir können das über mehrere Optionen. Wir können das über eine Viererkette spielen, wir können es über eine Dreierkette spielen. Ich werde jetzt keine Details bekannt geben, aber wir haben mehrere Optionen, wie gesagt, im Kader und taktisch, wie wir darauf reagieren, auch von der Grundordnung, wie wir darauf reagieren können, um ganz einfach diese Gelbsperre von Philipp Steinhardt ganz einfach aufzufangen. Oliver. Ich muss jetzt nochmal auf Raphael Holzhauser zurückkommen. Sie haben ja im Trainingslager hier in Belek gesagt, was der Spieler alles kann. Man sieht den Marktwert. Aber jetzt mal ehrlich, mal Hand aufs Herz. Ist er der Spieler, den Sie aus Österreich kannten, von Austria Wien? Ist er noch läuferisch so stark? Ich habe auch mit Peter Fackel telefoniert, der den Spieler natürlich auch kannte aus Österreich. Der meinte, ja, er hat einen super linken Fuß, ist aber kein Laufwunder und auch keine Kampfmaschine. Das waren die Aussagen von Peter Packold. Und wenn man das dann sieht, eben hat eigentlich Peter Packold, aus meiner Sicht zumindest, hat er den Spieler exakt umschrieben. Und ihr hattet aus meiner Sicht ein anderes Profil gesucht hier bei 60 München. Wir sind in der dritten Liga, wo man einfach einen Unterschiedsspieler erwartet hat. Dass er einen überragenden linken Fuß hat, das steht außer jeglicher Diskussion. Aber bisher sieht man das einfach nicht. Und dann muss auch der Verein bzw. auch der Spieler mit Kritik leben können. Gut, Kritik nehmen wir zur Kenntnis, aber ich kann gerne Ihre Berichterstattung nochmal aufdröseln. Ja? Sie schreiben vor wenigen Wochen von einem Transfercoup, vom größten Transfercoup. Ja, so. Sie schreiben davon, ich zitiere Ihr Medium, ja? Der 29-Jährige, der im Mittelfeld verschiedene Positionen spielen kann, könnte das Zünglein an der Waage sein. Könnte. Ja, so. Und dieser, Sie meinen, ja, ich zitiere Sie gerne, ja, weil Sie verfolgen hier mehr oder weniger das Training sehr intensiv und sind täglich vor Ort. Dieser Transfer wäre eine Ansage an die Konkurrenz in der dritten Liga. Holzhauser dürfte den Löwen sofort weiterhelfen. Wäre, ja. Gut, und jetzt geht es darum, in was für einer Situation befinden wir uns. Das habe ich ja gerade auf Ihre Frage umschrieben und ich wiederhole mich aber gerne noch einmal, ja. Wie nutzt du die Qualitäten deines Spielers? Wie nutzt du die Fähigkeiten deines Spielers? Ja? Und wenn wir momentan, ist ja selbsterklärend, wenn wir momentan unsere Spielanlage mehr Richtung defensive Stabilität verlagern, ja, dass dann Spieler, die in der Offensive ihre absolute Stärke haben, etwas weniger zum Tragen kommen und auch in ihrer Positionsaufgabe Dinge übernehmen müssen, ja, die jetzt nicht zu 100% in der momentanen Situation ihrem Stärkenprofil entsprechen, ja, dass der dann in seiner Leistungsentwicklung anders rüberkommt, als wenn wir Hurra drauf losspielen. Aber wie gesagt, das Hurra drauf losspielen hat eben nicht funktioniert. Ja? Und jetzt müssen wir diese Dinge in Nuancen verändern. Und genau das ist das Profil. Und Rafa Holzhauser, lass uns mir noch das zu Ende führen, Rafa Holzhauser kann von der Doppelsechs wegspielen und Rafa Holzhauser kann von der Zehn wegspielen. Und Rafa Holzhauser kann im 4-3-3 spielen auf der Doppel-8 oder Doppel-10. Ja? Und hat das bei vergangenen Trainern auch gemacht. Ja? Kann ich Ihnen auch gerne Zitate zeigen von Trainern. Sie können jetzt an Peter Backholz zitieren. Ich schätze Peter über alles.
Ja? Und Peter hat den Spieler auch in den Grundsätzen richtig charakterisiert. Aber wir haben ja Rafa Holzer nicht als Sechser verpflichtet, sondern wir haben ihn als Achter bis Zehner verpflichtet. In einem 4-3-3, mit dem wir zum damaligen Zeitpunkt gespielt haben. Und jetzt haben wir das eben verändert zum 4-2-3-1. Ja? Aber nochmal, er kann im 4-2-3-1 von der Doppel-6 wegspielen, aber nicht als klassischer Sechser. Er kann im 4-3-3 von der Doppel-8 von beiden offensiven Positionen wegspielen und er kann von der 10 wegspielen. Und er hat das bei einem Trainer, ja, auch, den ich auch, nochmal, ich schätze Peter über alles. Und Peter macht in meinem Heimatclub aus der Klagenfurt, wo ich vor 24 Jahren meine Laufbahn begonnen habe, eine sensationelle Arbeit, dass wir uns verstehen. Ja. Aber ich kann nicht nur Peter Backholt zitieren, ich kann auch andere Trainer zitieren, bei denen Rafa auch von der Doppel-6 weggespielt hat. Das heißt, von dem her, zu dieser Diskussion habe ich eine ganz klare Meinung, die ich jetzt umrissen habe, die ich jetzt ganz einfach klar, ja, ganz einfach beschrieben habe und ist ganz einfach aufgrund der momentanen Spielanlage ganz einfach ja, dem geschuldet, wie die Spieler ihr Profil ganz einfach zu tragen bringen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich kann jetzt sagen, pass auf, unsere Innenverteidiger nehmen wir wieder mehr Risiko hinten raus. Dann ist die Frage, ja, tut es unserem Spiel momentan gut oder tut es ihm nicht, tut es uns nicht gut? Und meine Idee ist, ja, oder meine Auffassung ist, Fußball ist das komplexeste Sportspiel der Welt. Da gilt es, in Nuancen Dinge zu verändern. Da gilt es, in Nuancen Positionsaufgaben zu verändern, in Nuancen Raumaufteilungen zu verändern und auch zum Beispiel in den Innenverteidigern, was für eine konkrete Aufgabe gebe ich ihnen? Spielen wir momentan eher etwas einfacher, mit weniger Risiko? Ja? Dann wird es heißen, ja, der Innenverteidiger bringt ja momentan seine Spieleröffnung nicht zum Tragen. Ja? Im Umkehrschluss gebe ich ihnen mehr, ganz einfach Freiheiten oder mehr Risiko an die Hand in der Spieleröffnung. Dann heißt es, ja, Moment, ja, der kann überhaupt nicht das Spiel nicht eröffnen, der spielt ja dauernd viel besser hinten raus. Das heißt, von dem her gilt es in Nuancen, das Spiel zu bewerten, einzelne Spieler zu bewerten und das Kollektiv zu bewerten. Ja? Und ich bin ein Fan davon, sehr akribisch im Detail hier das gesamte Spiel zu bewerten und einzelne Spieler zu bewerten und Spielphasen zu bewerten und nicht ganz einfach schwarz-weiß zu malen innerhalb von 2 bis 3 Wochen, was medial ja passiert ist. Ich wollte mal dazu kommen. Sie haben gesagt, es wird ein Spieler sein, der sofort einschlagen kann. Ja? Das war Ihre Aussage im Trainingslager in der Türkei. Und sind Sie mit seiner Laufleistung und mit seinem Einsatz zufrieden? Von der Laufleistung her, was er bringt dann am Ende des Tages? Also wir haben die Laufdaten von jedem Training, wir haben die Laufdaten von jedem Spiel, ja, die wir uns genau ansehen und da hat er seine Positionsaufgaben erfüllt, ja, und dass er jetzt vielleicht von der allgemeinen Erwartungshaltung, die in der Öffentlichkeit besteht, na, da bin ich wieder bei meinem Standardsatz Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung. Wie gesagt, die Innenwahrnehmung, ich weiß, wie ich das Spiel anlege, was ich den Spielern mitgebe in den Besprechungen, die Mannschaft weiß es, der Trainerstab weiß es und aufgrund dessen bewerte ich die Spieler. Die Außenwahrnehmung bewertet jetzt Holzhauser wahrscheinlich, er muss, keine Ahnung, in 4 Spielen 5 Finale Pässe gespielt haben, muss schon 3 Tore geschossen haben. Wenn das die Bewertung eines Spielers ist, da bin ich kein Fan davon. Ja? Wie gesagt, man muss die Gesamtsituation sehen und wie ich in dieser Gesamtsituation die einzelnen Spieler eingliedere und von dem her, wenn Sie konkret die Laufleistung ansprechen, die haben wir die Daten von jedem Training, von jedem Spiel und hat er seine Positionsaufgabe erfüllt. Thomas Spiessl nochmal, das Mikro kurz nach hinten geben, bitte. Ich würde gerne nochmal auf Meppen eingehen. Meppen hat ja in den letzten Wochen immer im 4-4-2 gespielt. Jetzt kommen einige Spieler langsam zurück. Was erwarten Sie von Meppen im Spiel gegen den Ball? Eher flache Raute oder eher Doppel-6? Wie sehen Sie den Gegner kommen am Samstag? Hat mehrere Möglichkeiten. Es war dort der eine oder andere Spieler krank, deswegen, wie Sie richtig sagen, ist die eine oder andere Position verändert worden in Ihrem Spiel. Darauf aufbauend auch die Raumaufteilung etwas verändert worden. Ja. Das heißt, Sie haben davon sowohl von der personellen Besetzung als dann von der exakten Raumaufteilung die eine oder andere Möglichkeit, das Spiel zu verändern. Und darauf bereiten wir unsere Mannschaft vor und darauf war auch heute die Videoanalyse angelegt vom Gegner, die Vorstellung vom Gegner angelegt und auch wie wir dagegen agieren. Und konkret werden wir es dann sehen, wenn wir die Aufstellung haben, dann können wir dann schon eher herauslesen, ja, wie die Raumaufteilung wahrscheinlich bei Ihnen gestaltet sein wird. Aber wie gesagt, das war die letzten Wochen, wie Sie es ja schon geschildert haben, etwas flexibel, aber aufgrund von personellen Dingen, weil der eine oder andere Spieler krank oder nicht zur Verfügung gestanden ist in ein oder anderen Spiel. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen von der Grundordnung, wie die exakt auftreten werden. Das hängt davon ab, wenn er personell ganz einfach aufs Feld schickt, aus meiner Sicht. Ruben? Ich weiß nicht, ob anschließend noch eine Frage kommt, aber ich mache mal die Klammer zum Anfang. Herr Gorenzel, sitzen Sie nächste Woche hier auch noch als Interimstrainer? Die Frage ist selbsterklärend zu beantworten aufgrund meiner, ja, glaube ich, ausführlichen Ausführungen, die ich am Beginn der PK gegeben habe. Dann wechseln wir nochmal rüber zu Thomas. Ja, Meppen ist ja auch ein Gegner, der lange oder sogar noch länger auf Erfolge wartet. Letzter Sieg, wenn ich es richtig im Kopf habe, war im August.
Sie sprechen immer gern von Nuancen, gerade in so einem Spiel von zwei Mannschaften, die jetzt mental vielleicht nicht in der vollen Stärke sind. Was sind die Nuancen, die da entscheiden? Entscheidet der Kopf oder sind es Zufälle oder wie kann man das steuern? Ja, die Zufälle hoffentlich nicht, weil jedes Fußballspiel, Fußball ist so komplex, du kannst hier nie alle Einflüsse beherrschbar machen, berechenbar machen. Es wird immer Zufallskomponenten im Fußball geben. Aber für mich ist entscheidend, das habe ich den Jungs auch heute gesagt, bevor wir uns über inhaltliche Dinge unterhalten haben, wir brauchen die gleiche Intensität, die gleiche Bereitschaft, die gleiche Unterstützung, die gleiche Energie am Spielfeld. Und meine Meinung ist, dass wir auch hier, was Intensität, was Energie am Spielfeld anbelangt, was Aktivität gegen den Ball, aber auch in eigenem Ballbesitz anbelangt, auch noch Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und das aus meiner Sicht ganz einfach die nächsten Wochen, in welcher Konstellation es auch zu entwickeln gilt. Aber das Entscheidende ist immer, vor inhaltlichen Dingen, ja, ist immer entscheidend, was für eine Energie gehst du aufs Spielfeld, was für eine Überzeugung gehst du aufs Spielfeld und auch, dass du die hundertprozentige Bereitschaft hast, dich zu 100% zu unterstützen in den Aktionen, gegen den Ball zu unterstützen. Es beginnt bei einem engen Block, beginnt bei der Unterstützung mit gegenseitigen Sichern im Zweikampf und ganz einfach auch in eigenem Ballbesitz. Weil ich sage immer, der einfachste Fußball ist eigentlich der schwierigste Fußball. Warum? Er ist technisch nicht der schwierigste Fußball, aber er ist der schwierigste Fußball, was um den Ballbesitzspieler herum passieren muss, von der Aktivität. Und dann hast du klare, einfache Lösungen. Ja? Und das versuche ich den Jungs eben mitzugeben, dass wir hier einfach spielen, klar spielen, mit einer gewissen Balance spielen, ja? An uns glauben. Und wir brauchen zu 100% die gleiche Energie, wenn nicht mehr Energie, die gleiche Bereitschaft, füreinander zu arbeiten, damit oben dann überhaupt inhaltliche Dinge, über die wir jetzt auch viel gesprochen haben, zu tragen kommen. Jakob, nochmal bitte. Wir haben jetzt viel über das Mentale gesprochen. Ist die Mannschaft, zu der ja 9 Spieler im Sommer dazugestoßen sind, ein Drittel des Kaders macht das aus, ist die Mannschaft an dem mentalen Punkt, wo Sie jetzt als lange... Sie haben die Mannschaft lange als Sportchef erlebt, jetzt als Interimscoach. Würden Sie sagen, die Mannschaft ist mental so fit, ist eine wirkliche Mannschaft, dass sie solchen widrigen Bedingungen wie jetzt in Oldenburg, aber jetzt auch in Meppen, was ziemlich ähnlich wird, trotzen kann? Also wenn man sich den Spielverlauf in den 90 Minuten ansieht und wenn man betrachtet, wie wir das Spiel ganz einfach defensiv kontrolliert haben und auch offensiv und Schritt für Schritt während der 90 Minuten mehr Ballbesitz erarbeitet haben, mehr Möglichkeiten erarbeitet haben, auch in eigenem Ballbesitz, dann haben die Jungs das zu 100% umgesetzt, auch mit was für einer Energie die Fußball gespielt haben, wie bereit die waren, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja? Also von dem her habe ich da hundertprozentige Bereitschaft wahrgenommen, sich gegen die Situation zu stemmen. Und jetzt geht es darum, sicherlich, du hast noch einmal in der Nachspielzeit einen Nackenschlag kassiert, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und das war sehr enttäuschend. Aber ich habe gleich am nächsten Tag und teilweise noch bei der Rückreise damit begonnen, diese Dinge mit den Jungs in mehreren Bereichen aufzuarbeiten. Und es geht darum, das meine ich ja genau, du musst jetzt noch in die Schippe drauflegen, genau was diese Dinge anbelangt. Weil du natürlich in der Nachspielzeit schon noch einmal, eine Situation erlebt hast, die du nicht in jedem Spiel erlebst, wo ganz einfach jeder schon, und ich habe es zu meinen Co-Trainern gesagt, die gesagt, ja, super aufgegangen, alles toll, alles super funktioniert. Ich sage, Moment, Jungs, stopp. Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Ja. Und ich habe schon viele Dinge erlebt, in den paar hundert Spielen, wo ich irgendwelche Funktionen begleitet habe, aber so eine brutale Situation habe ich selber am eigenen Leib noch nicht wahrgenommen. Aber ich habe gesagt, Moment, Jungs, ruhig, das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Von dem her eine schwierige Situation, gar keine Frage. Aber ich glaube, so wie ich die Mannschaft wahrnehme, wo wir schon am nächsten Tag damit begonnen haben oder teilweise bei der Rückreise begonnen haben, diese Dinge aufzuarbeiten und wie ich die Jungs jetzt im Training wahrgenommen habe, dass die Mannschaft bereit ist. Aber wir müssen hier, was Bereitschaft anbelangt, diese Situation anzunehmen, noch ein Schippe drauflegen, damit da ganz einfach wir dann auch wieder die Qualität, die in der Mannschaft ist, die fußballerische Qualität, die inhaltliche Qualität, die inhaltlichen Dinge noch mehr auf den Platz bekommen. Gut, danke Günther. Dann wünschen wir allen, inklusive den über 700 Löwenfans, die ins Emsland reisen werden, gute Anreise und hoffen dann dort auf das Erfolgserlebnis, das wir uns alle wünschen. Danke. Danke, Servus, tschüss.